Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wo ist denn das Gesicht? Hier ist das Gesicht. Wunderbar, wir sind hier oben über unserer Werkstatt in unserem Zauber- und Rüstungsdingensbummens Verbesserungsräumchen. Genau. Und was ich heute vorhab, wir kümmern uns heute mal um... jetzt habe ich es ja vergessen. Ach genau, wir wollten einen Tresor bauen. Wir haben hier nämlich die Towncraft-Coins und so weiter und diese Säcke und sowas. Und das würde ich gerne alles so ein bisschen in einen kleinen Tresor packen. So, wie das geht, keine Ahnung. Müssen wir mal ganz kurz schauen. Ach so, ich habe hier übrigens so Post-Fences rausgesucht. Die können wir für unseren Hafen dann mal benutzen. Finde ich gar nicht so schlecht. Mit so einem Seil dazwischen craften kann man die, warte mal. So, mit zwei Strings und zwei Posts. Cool, ne? Probieren wir auf jeden Fall mal aus. Und ja, bei dem Hafen, da habe ich, könnte man sich vorstellen, dass man da noch so ein bisschen mehr, so ein kleines Häuschen macht, wo dann Boote verkauft werden und so, sodass man da mal immer hingehen kann, kann man sich so ein Boot rausholen und so, fertig. So, jetzt gucken wir mal, es gab einen Carpenters Tresor, wo ist der denn? Da. Carpenters Safe, genau. Okay, was gibt's noch so? Ich kann immer noch Safe suchen. Hier gibt noch so ein Personal Safe von Industrial Craft. Safety Matches. Okay, cooler Shit. Electronic Circuit. Das könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren, ne? Würde tatsächlich ein bisschen länger dauern. Aber vielleicht machen wir erstmal. Boah, Block of Iron. Heftig. Okay. Na gut, wir haben ja genug Eisen. Mehr als genug Eisen haben wir. Ich muss ganz kurz nochmal schauen. Ich glaube, ich muss mal meinen Rucksack ausräumen. Genau. Auch geil. Okay, hups. In die falsche Richtung gelaufen. So, das hier rein. Einmal an die Butze. Und dann sortiert er das natürlich gleich ein. Das ist eben... Achso. Haben wir wieder angelassen, oder was? Ist ja unglaublich. Scheiße. Och, Menno. Ja, da müssen wir wohl bald mal Holz holen. Ist er jetzt an? Nee. Ach, jetzt ist er an. Okay. Na gut, ich hoffe, der macht das. Ja, wird dann eh leer sein hinterher. Gut, hier haben wir noch sowas drin hier, Zinn. Okay, das räumen wir mal ganz kurz weg. Zinn, ja, ich habe keine Ahnung. Also hier oben haben wir Steel, Lead, Tin, da. Ja, und den Rest können wir mal hier mit. Ciao. Genau, so, was wollten wir jetzt ausprobieren? Wir wollten jetzt, Eisen brauchen wir, ne? Ein Block of Iron, da gehen wir einfach in den Keller, dann brauchen wir nicht craften. Das geht dann viel schneller. So, ach, weißt du was, machen wir einfach gleich mal zwei. So, wir haben's ja. Nein, oh. Immer diese Tür, die macht einen kaputt. So, dann brauchen wir noch ein paar Carpenters Blöcke. Davon müssen wir eigentlich auch immens viele haben. Zack, das sind viel zu viele. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 14. So. Und dann müssten wir eigentlich noch Redstone, glaube ich. Oder was war das? Redstone müsste das gewesen sein. Ganz kurz gucken. Zack. Jo. Ein Redstone. 1, 2. So, dann gehen wir mal hin hier zu unserer schönen Werkbank. Zack. 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 So, guck mal, haben wir zwei Stück. Der, okay, der spackt so ein bisschen rum. Ich weiß nicht warum. Na gut, setzen wir mal hin. Wenn er es weiterhin tut, dann schmeißen wir ihn weg. Genau, ach, jetzt bräuchte ich noch einen Tisch, ne?
Table. La 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 la. Ich hatte irgendwo mal so ein Iron Table gesehen. Hier. Scaffold. Iron Fans, Iron Plates. Was? Metal Former haben wir gar nicht. Gut, dann wird das Ganze nicht so einfach, wie ich das dachte. Das kriegen wir nicht hin. Noch nicht. Schade, hätte gut hingepasst. Vielleicht können wir ja irgendwie was anderes machen. Table, gucken wir nochmal nach Table. Turning Table. Nee. Ja, also ehrlich gesagt, lass uns einfach so ein Wooden Table machen. Geht nicht. Warum geht das nicht? Hä? Warum hatte ich gerade 64 in der Hand? Wieso geht denn dieser Wooden Table nicht? Ach, ich glaube, da braucht man sowas, so einen Tisch für. Okay. Custom NPCs. Na gut, okay. Dann lassen wir das aber mit den Tables. Dann machen wir das irgendwie anders. Wir können hier vielleicht erstmal hinstellen. Ah, guck mal, jetzt ist er rot. Und wie macht man das jetzt? Carpenter Safe. Ich kann jetzt einen Cheeseburger reinlegen. So. Und mit Shift? Nee, wie kann man den denn programmieren? Dann kann man einfach rangehen, oder was? Na denn? Plop. So. Na denn, FFN. Dann stellen wir den erstmal hier unten hin. So, zack. Hier kann dann noch einer hin. Und was packt man denn da für ein... Vielleicht so ein Industrial Block oder sowas. Das wäre ganz cool, glaube ich. Lalala, lalala. Wo haben wir die denn? Ist das hier Factory Block? Waren das die? Meine Güte. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach, guck mal, den Carpenter, das brauchen wir gerade gar nicht. Ja, genau, der war das. Vielleicht so in diesem Stil. Ich glaube, das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Ups. Cool, oder? Ja. So, jetzt gucken wir doch gleich mal, weil ist ja ein Carpenters. Vielleicht können wir da mit dem Carpenters Hammer noch irgendwie was modifizieren. Items can be extracted only. Can be insert only. Can be insert and extracted. Aha. Okay, ja gut, so kriegen wir das Ding wieder. Das wissen wir schon. Und aber ansonsten... Können wir den noch drehen, aber sonst nicht wirklich viel. Okay, na gut. Ja. Ich habe schon fast gedacht, was wir daraus sonst noch machen. Okay, wieso ist der jetzt rot? Nein! Alter, wo ist es denn jetzt hingeflogen? Ach, da. Ich wollte eigentlich was anderes machen. So. Automation disabled. Items can be extracted only. Okay, insert only, ne? Lass uns erstmal insert only machen. Wir können ja dann bei Gelegenheit einfach mal so umändern, wenn wir es wollen. Aber ich wollte da halt jetzt erstmal so diesen coolen Scheiß reinpacken. Die Goldcoins und die beiden Säcke. Und Ember würde ich auch reinpacken. Sieht auch schön aus. Wertig. Ja, ja. So. Zack. Zack. Und hier vielleicht die beiden Säcke so.
War gar nicht so schlecht. Kann den Cheeseburger einsperren. Ja, gut, cool, okay. Vielleicht suchen wir uns dann nochmal eine andere Farbe aus, aber ich denke, das passt soweit. So, da haben wir Saves gemacht, das ist ja geil. Das ist ja geil. So, habe ich das aufgeschrieben irgendwie? Können wir das abhaken? Tresor, ja, da, warte. Zack. Okay, Dächer decken in Oakwasser, ja. Sind wir doch nicht ganz fertig, muss ich sagen. Kanäle ausbauen auch nicht. Treppenabgang, Tür zum Wald, Rüstungsständer will ich machen. Wenn wir nämlich kein Beef haben, dann brauchen wir auch nicht, wie heißen die denn? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Stand? Armor Stand. Naja, warum nicht? Brewing Stand, okay. Stone Slab und zwei Eisen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, das ist nicht so schlimm. Stone Slab, okay. Und zwei Eisen. Also Attacke. Doop, doop. Wo wollen wir die hinstellen dann? Eins, zwei, drei. Hallo? Aber wir haben nicht mehr. Shit. Okay, ich glaube, wir haben genug. Jetzt. So. Okay, 64. So viel brauchen wir gar nicht. Wie viele Stände wollen wir machen? Vier Stück vielleicht erstmal? Wir haben gerade mal eine Rüstung, ne? Egal. Also 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. Verdammt. So. 12 Stück. Und dann, Düsen machen wir eben wieder oben. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann tun wir wieder was Cooles craften. So, guck mal. Zack, vier Stück. Ja, wo stellen wir die denn jetzt hin? Also wir könnten natürlich Folgendes machen. Wir könnten sie hier oben hinstellen, weil wir hier sowieso Rüstungsdingsbums immer verbessern und so. Aber, ehrlich gesagt, würde ich die gern dahin stellen, wo wir immer vorbeigehen, um loszugehen. Und das ist meistens hier, ne? Wir gehen meistens hier immer raus. Nee. Also, coolerweise würde ich halt irgendwie gern so einen Raum dafür haben oder sowas. Man könnte die erstmal hier hinstellen. Das wäre eine Maßnahme. So zum Beispiel. Und dann können wir ja mal gucken, wie geht denn das? Zack, 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 zack. Die sieht ja nicht gerade geil aus. Aber gut, jetzt sind wir auf jeden Fall ohne Rüstung und, ja, genau. Also ich würde sagen, ja, okay, können wir erstmal hier stellen. und jetzt wird ja mal Zeit für den Kaffee. Zap. Ding. Ein Käffchen. Vielleicht können wir einen Hamburger essen. Weiß nicht, braucht man noch was zu essen eigentlich? So, mal gucken. Vor eben, oh, wir haben noch drei Kaffee im Inventar. Also im Rucksack. Aber gut. Wir überlegen mal gerade, währenddessen wir einen Kaffee schlürfen, was wir noch so machen können. Guck mal, wir haben noch Queen Bees. Und ganz viel Flowers. Ich weiß sowieso nicht, wohin mit den ganzen Bienen. Und Blumen. Stimmt, mir fällt ein, wir wollten hier so ein bisschen schöner machen, ein bisschen frühlingshafter. Das könnten wir eigentlich mal tun. Dafür müsste eigentlich noch die Zeit reichen. Und genau, da brauchen wir einen Kabel, das haben wir. Ich würde mir gerade noch mal was essen. So. Zack, zack. Den da rein, den Rucksack wieder woanders hin. Ah, ist das immer krass für diesen Rucksack. So,
Okay, wir machen diese Gardine einfach mal in einer anderen Farbe, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Zack. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. Shit, jetzt haben wir es verloren. Können wir wieder ransetzen, glaube ich. So, genau. Ja, ja doch, soweit so gut. Wir brauchen andere Farben, ne? Hey, Fledi. Ach, genau, ich weiß noch, was ich machen wollte. So, jetzt nehmen wir davon erstmal was mit und ein bisschen rot. Rot kann auch nicht schaden und hier dies hier und ein bisschen gelb. Nice. Okay. Schauen wir doch mal. So, ich hätte gern hier dieses wunderschöne Grün. Ding, 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 ding. So, guck mal. Schon viel schöner, viel angenehmer auf jeden Fall. Und dann können wir doch hier auch nochmal so ein bisschen tricksen. Guck mal. Das sieht doch ziemlich cool aus auf jeden Fall. Ist nur noch gelb, ne? Ja, man muss einfach nur mal auf coole Ideen kommen. So, schöne bunte Farbe. Ja, wunderbar. Dann haben wir noch folgendermaßen. Wir brauchen eine Schere. Eine Schere. Achso, ich bin auf der Farbe. Schlau, wie ich bin. So, eine Schere. Du kannst erstmal dahin. Dich brauchen wir gerade auch nicht. Und dann machen wir dich mal platt hier, du kleiner Baum. Ah, sieh mal einer an. Unser schönes Schlafzimmer. In dieser wunderschönen Farbe. Ist das nicht ein Traum? Und wenn wir schon dabei sind, ne? Dann können wir auch hier mal einen schöneren Stamm wählen. Vielleicht finden wir ja was Cooles. Sprucewood, ja. Ja, gut. Cool. Haben wir noch mal ein bisschen was anderes gekriegt hier? Wir müssen unbedingt noch die Bücherei fertig machen. Ich war da letztes Mal drin. Genau, das zweite, was ich heute machen wollte, schaffen wir, glaube ich, nicht mehr ganz. Dafür muss ich jetzt erstmal anderes machen. So, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wie wär's denn mit diesem hier? Wow, sage und schreibe 6. Das passt doch. So. Und Blätter nehmen wir. Welchen nehmen wir denn? Können wir es ja selbst dann zusammenstellen, ne? Das ist eben das Coole an der Sache. So, ja, ich gucke gerade mal, ob wir ein paar hübsche Blätter finden. Vielleicht die von... Ja... Na, nehmen wir die hier. Oh nein! Warum ist das nicht abgeschlossen? Ja. Moment. Es kommt eins zum anderen. Es ist immer dasselbe. Es ist eigentlich ein Krampf. So, kann ich das jetzt rausnehmen hier? Danke. So. Okay, auf geht's. Ab. Nein. Autsch. Ah, halb tot gegangen. Naja. Kann ich auch nicht alles immer machen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau. Boah, sieht's hier leer aus jetzt. Ist ja krass. Was ist denn das hier? Ach, die hätte ich gleich reinpacken können. Na gut. Wo stand der jetzt? Hier, ne? Unser kleiner Baum. So. Wunderschön. Fällt mir jetzt schon.
Ja, das ist zu viel. Das ist zu viel, aber dafür muss auf dieser Seite auf jeden Fall noch was ran. Oh Mist, wir haben nicht mehr Blätter. Was ist denn das? Was denn das für ein Kack? Na gut, okay, dann müssen wir auf jeden Fall hier vorne noch was drauf machen. Oh, hier so ein bisschen in der Mitte, zack. Ah, so. Ah, der sieht voll unförmig aus, übel. Übel, Herr Dübel. Aber wir haben leider keine anderen Blätter mehr. Also diese Blätter haben wir nicht mehr genug. Tatsächlich. Ja, machen wir es so. Es ist halt ein kleiner Baum. Sieht auch hübsch aus. Nicht wahr? Nicht wahr, meine Freunde? So, ich kann ja nochmal den NPC-Stab suchen. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich den gelassen habe. Wahrscheinlich in der Werkstatt, weil ich mich da eh am meisten aufhalte. Können wir gleich mal gucken. So, also den Scheiß schmeißen wir jetzt mal eben nochmal weg. Und, genau. Das kriegt die Maschinka schon irgendwie hin. So. NPC-Stop. Wo ist denn den gepackt? Ach, hier. Oh, dann kriegen wir es ja doch noch hin. Noch ein paar Minütchen haben wir noch. Also, ich hätte jetzt das sonst in der nächsten Folge gemacht. Aber das wäre ziemlich cool. So. Und zwar. Zack. Size. 1. Oh Gott. Drei. Genau. Modell. Edit. Was nicht alles gibt, das ist der Wahnsinn. Ah, ist Magica. Oh, warte mal. Ach nee, ich wollte aber Minecraft, ne? Kann man nicht hier einfach drauf gehen? Minecraft? Heißt das dann so? Nee, ne? Enderman. Ender Dragon. Enderman. Sehr schön. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Das heißt, ja. Weiß ich nicht, vielleicht zwei. Mal gucken. BB-Andy. Geil. Okay, wir müssen. Hä, wo ist denn Uldam? Ach nee, Fledi ist auch noch da. Okay, den will ich aber editieren. So, Stats. Wo war denn das jetzt hier? Lalala, lalala. Health 20. Agro-Ranged. Creature-Typ normal. Untot normal. Advanced. Nee, wo war denn das? AI, ne? Movement, genau. Rotation, Body, bla bla, ist mir eigentlich egal. Wandering. Moving Path. Ah, Wandering. So. Ja, weiß ich nicht. 30 vielleicht? Okay. Nummer 7. So. Und go. Aber wir müssen den noch umbenennen. Und zwar heißt er Andy. Natürlich, wie sonst. So, Show Height. So, Andy, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Andy, komm mal zurück, bitte. Ich wollte noch einen Screenshot machen. Ach, scheiße. Na gut, okay, dann machen wir hier mal einen Screenshot von unserem wunderschön eingerichteten Andy, komm mal her.
Na, wer bist du denn jetzt? Ciao. So, Andy, Edit, Movement, Standing, Drohne. So. Ah, sehr schön. Okay. Kannst du noch hergucken? Ach, das kriegen wir so hin. Warte. So, jetzt machen wir einmal Fotoshooting. Oh Mist. Jetzt hat er gerade nicht geguckt. Jetzt guckt er. Yay. Okay, das wird auf jeden Fall. Genau, Andy ist jetzt unser Hausinderman. Und genau. Du darfst jetzt übrigens gleich wieder laufen, warte. Ich mach das nochmal eben. Edit, Andy. Bam, 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 bam. Okay, und ab die Dudel. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Baby Andy, habe ich was falsch programmiert oder was? Wandering. Range 30, Animation. Ach komm. Machst du 50. So, und dann können wir die Stats nochmal ein bisschen hochsetzen. Da kriegst du irgendwie 2000. Ich kann er umbringen. Aggro Range. Bla bla bla. Projektiertyp. Naja. Ich find's jetzt schon geil. Alter, der wird mich jedes Mal erschrecken, wenn ich irgendwie. Okay, na gut. Wir werden dann mal. Wollen wir mal gucken, wo er hingelaufen ist? Da. Okay, gut. Das ist aber auch gewesen wieder. Müssen jetzt los. Ich muss jetzt, wo ist er denn jetzt hin? Alter, ist viel zu schnell. Voll krasser Shit. Okay. Zumindest kann er keine Türen öffnen. So, ich gehe mal in die Küche. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart und schön, dass ihr euch mit mir freut, dass wir jetzt einen neuen Hausbewohner haben, einen Mitbewohner. Und vielleicht müssen wir ja ihm noch ein kleines Schlafgemach machen und ein Räumchen. Naja, was Endermans halt so brauchen, ne? Gut. Okay, dann bis zur nächsten Folge und seid mal gespannt, was dann kommt. Ich weiß es nämlich selber noch nicht und bin's nämlich auch. Alles klar, bis denn. Tschüss, euer Smoothie.